Der ganze Spruch oder das ganze Zitat von Heinrich Böll heißt ja eigentlich, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Und der zweite Teil des Satzes ist mir ehrlich gesagt genauso wichtig wie der erste. Einmischen, wo rein und warum? Ja, um realistisch zu bleiben. Und das hieß für jemanden wie Böll, der ein Freund von Václav Havel war, der gesehen hat, was mit den Bürger- und Menschenrechtlern hinter dem Eisernen Vorhang passiert, hieß für Böll auf der einen Seite nicht wahnsinnig zu werden und nicht in apokalyptische Szenarien zu verfallen und auf der anderen Seite aber auch die eigenen Träume immer an der Realität zu überprüfen. Also deswegen heißt Einmischung für mich einerseits das Unmögliche zu träumen, zu denken und gleichzeitig darüber nachzudenken, was ist das Mögliche und wie setzen wir das in die Realität um. Und das kann man jetzt an ganz vielen verschiedenen Themen, die wir auch in der Böll-Stiftung bearbeiten, durchbuchstabieren. Ob das das Thema Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen ist, ob das das Thema Klimagerechtigkeit ist, ob das das Thema Menschenrechte in autoritären Strukturen ist. Immer geht es darum, an das Unmögliche zu glauben und nach dem Möglichen zu suchen.